Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Wir werden jetzt unseren Papa im Büro besuchen, denn unter Umständen... Ich falle immerhin, was soll der Scheiß? Unter Umständen hat er seine Unterlagen sonst irgendwo verloren. So sieht es nämlich im Moment aus. Und da ist eine Kiste, wie komme ich da rein? So zum Beispiel. Ha! Kiste! 10 Cent Kaugummi, toll. Da ist irgendwo ein D-Rang-Yokai, aber... Im Moment nicht weiter interessant. C-Rang-Yokai sehe ich mir dann immer an. Aber der Rest im Moment noch uninteressant. Ändert sich vielleicht noch, aber mal sehen. Wusste doch, ich hatte eine Kiste gesehen. Ja, damit! Helfers, Helfer Nummer 7. Was ist jetzt? Ah, ich muss mich wieder umziehen. So. Oh, C-Rang. Warum fällt der Idiot immer hin? Wie komme ich zu diesem C-Rang-Yokai? Hier muss irgendwo sein. Hier. Lass mich mal sehen, was hier herumkreucht und fleucht. Ah, das ist ein Pupsi. Kein großes Interesse daran. Warum fällt der Idiot ständig hin? Was für ein Lappen, ey. Schwarzes Emblem. Ja, solche Plus- und Minuswerte. Nicht unbedingt schick. Aber da vorne komme ich ins Büro scheinbar. Ja, hier. Gut. 6. Stock wurde uns gesagt. Natürlich möchte ich mich überall umsehen. Warum? Ey, der Idiot fällt immer hin. Kann ich jetzt wählen, wohin ich gehe? Nee. Ich fahre direkt ins 6. Stockwerk. Ah, unser Vater. Papa. Johnny, was machst du denn hier? Hä? Ach ja, ich habe deine Mutter nach den verlorenen Dokumenten gefragt. Es tut mir leid, ich habe sie nicht finden können. Oh, habe ich mich geirrt? Was mache ich denn jetzt los? Papa, bist du sicher, dass du sie im Zug vergessen hast? Es muss wohl im Zug passiert sein, denke ich, vielleicht. Warte, nein, es war bevor ich den Zug genommen habe. Oder danach? Es tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, wo ich sie liegen gelassen habe. Im Ernst jetzt? Sich an so etwas Wichtiges nicht zu erinnern. Ist da ein Yokai im Spiel? Ich glaube nicht. Ich dachte, es könnte vielleicht Amnesimon sein, aber ich spüre absolut keine Yokai-Anwesenheit. Aber es scheint wie etwas, das ein Yokai verursachen würde. Nein, nein, Johnny. Wir müssen ganz anders an die Sache herangehen. Was meinst du? Wenn Yokai dich vergessen lassen, können sie dich auch erinnern lassen. Wir könnten die Kräfte der Yokai zu unserem Vorteil nutzen. Solche Yokai gibt es auch? Ja, da bin ich mir sicher. Ich kenne einen. Pümpel. Er sieht aus wie eine Weichschildkröte. In Ordnung. Wir müssten uns also mit diesem Yokai anfreunden. Hör doch mal los. Du findest Pümpel oft in der Nähe von Stadenstedt. Oh, das ist aber ganz schön weit weg. Nein, ist es nicht. Wir haben sogar zwei davon. Ich platze hier einfach rein. Keiner sagt was. Jetzt muss doch hier noch irgendwo ein Item oder irgendwas geben, verdammt. Scheinbar nicht. Niemand stört sich daran, dass ich hier rumspaziere. Ist ein bisschen seltsam. Aber gut, Pümpel, tu deine Arbeit. Ah, Johnny, wo warst du denn, ne? Entschuldigung, ich habe noch keine Ahnung. Ich muss wohl von vorne anfangen. Schon ist es soweit. Wollen wir Pümpel rufen? Natürlich, Pümpel rufen. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Pümpel. Yokai-Medaille aktivisiert. Pümpel, wie kann ich dir helfen? Mein Papa hat wichtige Dokumente irgendwo liegen lassen. Du musst ihm helfen, sich daran zu erinnern, wo er sie gelassen hat. Ah, ich verstehe. Ich bringe die Erinnerung zurück. Pümpel! Wie? Was ich heute Morgen gemacht habe, die Erinnerung kommt zurück. Oh, ein gutes Zeichen. Weißt du wieder, wo du die Dokumente verloren hast? Ich gehe meine Gedanken durch, was ich heute Morgen gemacht habe. Deine Mutter sah absolut bezaubert aus heute Morgen, das weiß ich noch. Schon gut, Papa. Das muss ich nicht im Detail hören. Ich ging als erstes zur Bankfiliale Wutz, nachdem ich aus dem Haus bin. Um die Golfschläger zu bezahlen, die ich heimlich bestellt habe. Davon solltest du Mama vielleicht erzählen.
Danach bin ich zum Fahrradgeschäft in der Nähe des Bahnhofs gegangen. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich dort gemacht habe, Johnny. Warum nicht? Kriege ich jetzt vielleicht ein Fahrrad? Das wäre schick. Darum. Dann fuhr ich von Sonneck zum Lenzhausener Hauptbahnhof. Und vom Bahnhof bin ich gerade unterwegs zu McSmack gegangen. Weißt du, ich habe heute Morgen ohne Frühstück das Haus verlassen. Ja, schon klar. Ich habe mir also einen Burger gekauft und bin damit zur Arbeit geschlendert. Schon gut, aber wo hast du denn nun die Dokumente verloren? Das weiß ich nicht. Du kannst dich an all das erinnern, aber nicht daran, wo du die Dokumente verloren hast? Ich erinnere mich, wo ich überall gewesen bin, aber nicht an die Papiere. Er ist wohl einfach an zu vielen Orten gewesen. Aber jetzt haben wir wichtige Anhaltspunkte. Dein Papa war bei der Bankfiliale Wutz, dem Fahrradgeschäft und McSmack. Die Papiere könnten an einem dieser Orte sein. Jetzt müssen wir alle diese Orte abklappern. Eigentlich müsste ich ja beim letzten anfangen. Ich wette, beim letzten Punkt sind die Unterlagen. Aber es wäre nicht witzig. Was? Hier ist irgendwo was. Da. Oh, wieder so ein Schild. Ich habe eh nicht den nötigen Joker, beziehungsweise ich weiß nicht mal welchen, wir hier dabei haben sollten. Okay, was steht denn da? Hält kleinen Staub in der Hand, liebt Brot, beschwört Geister herauf. Hält kleinen Staub in der Hand, liebt Brot, beschwört Geister herauf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch wirklich keine Ahnung. So, dann machen wir uns halt auf, ne? Da ist die Burgerbude. Okay, dann sind wir halt doch zuerst bei der dritten Antwortmöglichkeit. Ich mag den Burger da als Logo. So. Kein Porto, Lex. Und schon wieder hingefallen, was für ein Idiot. Willkommen, zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Tut mir leid, nein, ich bin nur hier, weil mein Papa heute Morgen hier war. Dein Papa? Ja, ich glaube, er hat einen braunen Umschlag hier vergessen. Oh, ich verstehe. Tut mir leid, ich bin seit heute Morgen hier, aber wir haben nichts gefunden. Wirklich? Mist. Danke trotzdem für die Hilfe. Tut mir leid, dass ich nichts tun konnte. Komm und iss was beim nächsten Mal. Okay. Beim nächsten Mal dann. Gut. Oh, Kiste. Keine Kugel. Als nächstes könnten wir ins Einkaufsviertel gehen, scheinbar. Hier ist irgendwo ein E-Yokai. Nee, was, beim Bahnhof? Oh, der Typ da. Hallo zusammen, wollt ihr etwas über Kumamoto in Japan erfahren, hä? Oh ja, das ist eine tolle Idee. Tolle Tomaten, ja, ja, toll. Ja, 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 ja. Ja, ich... Ja, genug gelabert. Ich gehe noch nicht hier hin. Ich gehe erst noch zum anderen Punkt. Ich vermute mal, das andere ist der Fahrradladen, oder wie? Wir werden es gleich sehen. Und... losgesprintet! Ja, solche Missionen, ich weiß nicht. Ist echt nervig. Bankfiliale Wutz, da ist sie. Gut. Ja, und da mit dem Schweinchen. So, hier. Entschuldigung, ich glaube, mein Vater hat hier in der Bank etwas liegen lassen. Es ist in einem braunen Umschlag. Haben Sie einen gesehen? Einen braunen Umschlag? Nein, wir haben keinen gefunden. Wenn hier jemand etwas vergessen hätte, wäre es uns sicher aufgefallen. Vielleicht hat dein Vater ihn ja irgendwo anders liegen lassen. Na, no, danke für die Hilfe. Ich versuch's dann woanders. Viel Glück. Danke. Ja. So, was haben wir jetzt noch für einen Ort? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Aber der Pfeil weiß schon wohin. Das ist das Schöne dran. Alle Orte abklappern. Ah ja, das Fahrradgeschäft, stimmt. Das Fahrradgeschäft. Hey Typ! Entschuldigung, mein Vater ist heute Morgen hierher gekommen. Er hat vielleicht einen braunen Umschlag hier gelassen. Ah, der Umschlag, der gehört deinem Vater.
Kann es sein? Ja, er dachte, er hätte ihn vielleicht hier vergessen. Ja, ich habe ihn sicher verwahrt. Oh, das ist toll! Ich erinnere mich an ihn, weil hier nicht viele Leute so früh einen Anzug tragen. Er war so begeistert von den Fahrrädern, dass er ihn wohl vergessen hat. Ich wusste nicht, dass er Fahrräder mag. Hier, genau wie ich ihn gefunden habe. Du kannst ihn deinem Vater geben. Vielen Dank, es ist toll, dass ich ihn endlich gefunden habe. Juhu, dann sollen wir schnell zurück zum Büro deines Vaters. Yeah, dankeschön. Jetzt kann ich hier abkürzen. Ja, ich könnte theoretisch hier abkürzen, aber... Ja, doch, ich glaube, ich bin schneller. Moment. Hier ist wieder irgendwo was. Bloß wo? Wie komme ich da zu dieser Kiste? Wie? Zwischen den Häusern hindurch? Mein Vater muss jetzt gerade warten. Ich komme da nicht durch, verdammt. Aber hier! Lass mich raten. Hier ist bestimmt so ein Portal. Ja! Fantastisch, haben wir schon lange keines mehr gesehen. Sorry, Papa, du musst warten. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt echt wichtig. So, schnell da rein. Portal der Launen betreten? Jawohl. So. Haus der Grawowskis. Gewinne 2. Ja, das ist machbar. Das ist machbar. Ohne Probleme, würde ich sagen. Und Leonidas! Leonidas! Ah ja, die haben keine Chance. Die haben echt keine Chance. Warum hast du gerade Baku angegriffen, du Kacki? Ihr habt eh keine Chance. Ich meine, viele Erfahrungspunkte gibt das Ganze nicht, aber ich krieg wieder solche... solche Kugeln. Und die brauche ich. Ich weiß noch nicht genau für was, aber ich brauche sie. Unbedingt. So, ja, Kampf, komm. Schneller. Haut doch bitte drauf. Warum wollt ihr nicht angreifen? Oh, jetzt ist noch Frostina. Beseelt. Warum greift niemand an? So, eines ist weg. Dann bitte das zweite. Sehr gut gemacht. Du solltest schon treffen, Bandido, ja? Schlotter, Schlotter, lass den Scheiß. So, und jetzt nach Ruland. Gut. So, das war's. Bandido macht echt ultra viel Damage. Das ist fantastisch. Gab doch 100 Erfahrungspunkte. War nicht schlecht. So, das war's. Und gib mir meine Kugel. Ich könnte jetzt den Raum auch verlassen, ohne die Kugeln mitzunehmen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich möchte es nicht riskieren. Nur 2 Kugeln erhalten. Ist nicht so viel. So, jetzt bin ich gespannt, wo wir herauskommen. Na? Wozu? Was? Was ist da vorne für jemand? Für jemand, ja. Was ist mit dir, dicke Frau? Oh, Johnny, perfektes Timing! Hallo, Piggy, von allen Klassenkameraden von Shawnee. Würde sie am ehesten durchs Feuer gehen, um einen Star zu treffen? Ah, hey, Piggy, wie geht's? Gott, wie die aussieht. Keine Zeit dafür, Shawnee. Hast du es nicht gehört? Disco Dieter wird ein Junior für den Gourmet-Wettbewerb sein. Gourmet-Wettbewerb? Was ist das? Es ist ein Kochwettbewerb, aber das ist nicht der wichtige Teil. Was denn dann? Hast du mir nicht zugehört? Disco Dieter ist Junior. Oh, das ist ja... toll. Verstehst du nicht? Das ist meine Chance, ihn zu treffen. Ist er ein Star? Vielleicht nicht außerhalb von den Sausen. Noch nicht. Und ich werde ihn getroffen haben, bevor er berühmt war. Das hört sich nach einer guten Idee an. Schön für dich. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich am Wettbewerb teilnehmen kann. Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen kannst. Wir sagen einfach mal ja. Du willst also teilnehmen. Kannst du kochen? Was? Nein, ich will Jurorin werden. Jurorin? Klar, so kann ich die ganze Zeit neben Disco Dieter sitzen.
Aber man kann ja nicht einfach an dem Tag da auftauchen und Juror werden. Ja, das stimmt wohl. Also, was machst du? Zuerst müssen wir Informationen sammeln. Viele Restaurants nehmen an den Wettbewerben teil. Also, wenn du ein paar davon fragst, geben sie dir vielleicht Tipps. Ja, wahrscheinlich. Also müssen wir Teilnehmer fragen, was sie über den Wettbewerb wissen. Und einer von ihnen wird etwas wissen, das ihr hilft, klar? Denkst du wirklich, dass es funktioniert? Können wir nur rausfinden, wenn wir anfangen. Wir sollten in jedem Restaurant das Wettbewerb teilnehmen fragen. Jetzt liegt es an dir, Shawnee. Mir? Und was machst du? Ich bin dafür verantwortlich, alle Infos zusammenzuhalten. Ich warte hier. Wieso machen wir die Arbeit für ihre Star-Business Night? Das weiß ich auch nicht. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Überhaupt nicht. Mein Vater braucht jetzt seine Papiere. Deswegen ist die Olle mir gerade ziemlich schnuppe. Was mit dir? Du gehst zur Schule in Zausen, nicht? Da war ich auch als Kind. Ah, die gute alte Zeit, als das Leben noch einfach und unkompliziert war. Obwohl ich letztens da war und etwas Gruseliges gesehen habe. Willst du davon hören? Mein Ex-Schüler hat in der Schule in Zausen eine gruselige Stimme gehört. Ja, sag an. Naja, meine Freundin und ich sind an der Schule vorbeigeschlendert. Sie ist auch dort zur Schule gegangen. Also wurden wir beide nostalgisch. Es war bereits dunkel und wir beschlossen, durch den Schulhof zu gehen. Dann haben wir dieses Geräusch gehört. Was habt ihr gehört? Es war eine gruselige Stimme, aber es war niemand da, der gesprochen hat. Sie hat gesagt, mehr, mehr. Wir sind beide ausgeflippt. Es kam mir danach nicht mehr vor wie ein Date. Ich hatte das Gefühl, die Stimme kam von der Statue im Schulhof, aber... Aber das würde doch keinen Sinn machen, oder doch? Hört sich wie ein Schulhof-Geistergeschichte an. Aber ich fühle mich, als wäre ein Yokai involviert. Ja, wir sollten uns das mal angucken, um Schlimmeres zu vermeiden. Gut, lass uns die Statue an der Schule Lenzhausen nachts untersuchen. Irgendwann. Was jetzt schon wieder? Wie komme ich da rein? Ich will da rein. Hier. Oh, wie komme ich an solchen Viechern vorbei? Ah, da ist nur so ein Schild drin, okay. Wie komme ich da rein? Gar nicht, vermutlich. Vermutlich in der Nacht, wenn der Hund schläft. Das kann sein. Trifft sich gut, wir müssen eh in der Nacht vielleicht nochmal hier hin, um ihm zu sagen, da war nix. Egal. Wie gesagt, wichtig ist jetzt, dass wir die Papiere unserem Vater bringen. Der Weg ist immer so weit. Yokai, wo? Hier drin? Nicht hier drin? Stimmt, die Baustelle, ich erinnere mich. Jetzt bin ich schon wieder hingefallen. Yokai? Ja. Mach mir so ein scheiß Pupsi. Bei der Baustelle hatte ich auch mal noch Missionen damals. Ich kann da aber nicht reingehen. Es fängt sie dann zu regnen. Was kann ich denn hier machen? Moment, hier nochmal so ein Portal. Ne, ein Schild. Ich mache wieder alles Mögliche, nur nicht das, was ich sollte. Merkt ihr es? Ein Rateschild. Yay. Lass sehen. Stolz auf samtige Haut. Aufgeplustert, wenn verärgert. Herausragendes Gesicht. Keine Ahnung. Nicht die geringste Ahnung. Echt null Ahnung. So. Aber unser Vater wartet immer noch. Unser Vater. Aber wir sind ja gleich da. Es ist schade, dass ich nur im sechsten Stock aussteigen kann, scheinbar. Ist ein bisschen bescheuert. Naja. Warum fällt der Idiot jetzt immer hin? Papa, schau, ich habe sie gefunden. Oh, das sind die Dokumente. Vielen Dank. Ey, das war echt schwierig. Würde ich auch sagen, ja. Du bist meine Rettung. Wo waren sie? Im Fahrradgeschäft in Blütenmühl. Was hast du dort gemacht? Na komm schon, warum warst du dort? Na gut, es ist wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt, um es dir zu sagen. In Ordnung. Viele Kinder aus deiner Klasse haben ein Fahrrad, richtig, Shawnee? Ja, Freddy zum Beispiel. Er ist total stolz drauf. Na, ich wollte dir auch eins kaufen. Ein Fahrrad für mich? Ernsthaft? Ja, ich hätte gehofft, dort das perfekte Rad für dich zu finden. Um ehrlich zu sein, wollte ich dir schon früher eines kaufen.
aber du warst so beschäftigt, zum Beispiel damit Oma zu besuchen. Wann kaufst du mir eins? Tatsächlich habe ich morgen frei. Lass uns morgen früh aufstehen und zusammen zum Fahrradgeschäft gehen. Wirklich? Ja! Es trifft sich gut, dass du so ein Dokument gefunden hast, was? Allerdings. Ah, jetzt ist bereits morgen. Quasi. Ah, hallo ihr. Ach, du bist der Junge von neulich und das ist wohl dein Vater. Hallo, scheint, als hätte ich kürzlich hier etwas vergessen. Ja, kein Problem, da. Ich gehe davon aus, dein Junge hat es sicher zurückgebracht. Gute Arbeit, Kleiner. Das wird jetzt also ein Dankeschön-Geschenk, wie? Haha, na ja, witzig. Nochmal danke, dass du die Papiere gefunden hast, die ich vergessen habe. Okay, Johnny, such dir ein Fahrrad aus, das dir gefällt. Egal welches, alles klar. Warte, deine Mutter wird mir vielleicht böse sein, wenn es zu teuer wird. Ach egal, ich regle das schon. Ich bezahle es ja von meinem Gehalt. Dein Papa ist ganz schön hart. Oh mein Gott, ich kann mir tatsächlich eine Sau suchen, oh mein Gott. Frische Brise-Rad, Sonnenuntergangsrad, Kirschblütenrad, Sonnenscheinrad, faszinierendes Rad. Die Qual der Wahl, ne? Ich tendiere zu dem hier, Sonnenuntergangsrad, glaube ich. Oder Sonnenschein? Nee. Ja, ich nehme das hier, Sonnenuntergangsrad. Kaufen, ja. Papa, schau mal hier. Klasse, das passt toll zu dir. Du kannst mit dem Fahrrad gleich nach Hause fahren, wenn du willst. Ja, das mache ich. Dann mach dich mal allein auf den Weg, Johnny. Wobei du wahrscheinlich erstmal in der Stadt herumfahren willst. Ha, das möchte er bestimmt. Da fällt mir ein, du gehst doch in die Schule Lenzhausen, richtig? Viele Kinder deiner Schule veranstalten im Moment Radrennen. Radrennen? Ja, das klingt super. Warum probierst du es nicht mal aus? Oder interessieren dich solche Dinge nicht? Doch, total. Aber erst solltest du dich an dein Rad gewöhnen. Ab mit dir. Alles klar. Gut, wir haben ein Fahrrad. Fantastisch. Wurde auch Zeit. Perfekt. Kriegen wir viele Punkte? Oh, in der Tat. 750. Sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen das hier, weil... haben wir noch keines. Und Bonusszene. Was zur Hölle? Muss ich nicht verstehen. Grüne Münze. Yes, wir haben wieder eine Münze gekriegt. Ist immer gut. Okay, auf jeden Fall kann ich jetzt Rad fahren. Wie kann ich vom Rad steigen? Ah, indem ich da nach unten drücke. Ah, verstehe. Super. Okay, dann gehen wir... Nee, wir gehen nirgendwo mehr hin, verdammt. Doch, gehen wir. Kann ich nirgendwo runtergehen? Hä? Hier werden mir überall C-Yokais angedeutet. Hier irgendwo. Möchte ich mir jetzt noch ansehen, welches das ist, ne? Möchte ich mir jetzt noch ansehen. Und dann machen wir Schluss für heute. Im nächsten Part werden wir dann zur Schule gehen und so ein Rennen machen. Ah, es wird nur so ein Ulo. Ulo hieß das Ding, ne? Ja, ansonsten gibt's hier weiter, glaube ich, nichts. Außer eine Kiste dort. Auch die habe ich schon mal geholt. Ich glaube, die spawnen immer wieder neu. Marathonikum. Gut, Leute, aber der Part ist schon wieder lange genug. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Yo-Kai Watch 2. Und im nächsten Part werden wir mal das Radrennen versuchen. Bis dahin, macht's gut, Leute, oder besser. Tschüss!